Okay. Ich komme mir ein bisschen vor wie bei Hugo. Links, rechts, 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 links, links, rechts. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, ich bin beruhigt. Ich hatte es irgendwie hätte ich so eine Vorahnung, dass es schwerer sein würde. Oh, puh. So, ich mache nochmal eine richtige Speicherung. Ein liebliches Spinnlein. Ja, da kannst du ja direkt im Keller aufnehmen. Kein Problem. Das toppt sogar Conan. Nein! Natürlich toppt nichts. Hat nein, andersrum. Alles toppt. Nein, Nerim? Was? Nein, ich weiß es nicht. Ich muss mal gerade. Das ist nämlich wieder einer dieser Abstürze, die leider, leider, leider ein bisschen energischer sind. Spinnmama will doch nur was essen. Ja, aber nicht mich. Das ist ja das Problem, aber sie lässt sich auch nicht davon abbringen. Spinnenmama, was mache ich nur mit dir? Aber schöne Statuen haben sie hier. Sehr schöne Statuen. So. Da sind wir wieder. So ekelhaft wobbelig. Ja, die Nerim-Spinnen, die wobbeln tatsächlich so ein bisschen vor sich hin, wenn sie gefallen sind. Was hat das zu bedeuten? Warum leuchtet das da grün? Das ist der richtige Weg. Wir kommen dem Schwert immer näher. Das ist der Weg. Das ist der Weg, alles klar. Och, bitte. Ich hätte jetzt auf seine Seite rüber gekonnt. Hier, ganz ehrlich, hier kann sich doch jeder... Das ist ja wohl die Höhe. Vitalia jetzt zum Mandalorianer? So ein bisschen, ne? Der einzige Ausweg ist der Tod. Oh, Stinkmorchel. Wichtig. Oh, ich höre Kampfmusik. Verdammt noch eins, ich bin eingeschlossen und... Was ist das? Gas. Hier strömt Gas rein. Findet den Schalter für die Tür. Bei meiner Seele, findet den Schalter schnell! Oh, ich habe so viel zu tun. Ich habe gerade so viel zu tun. Ich kann den Schalter nicht finden, es tut mir so leid. Narazul, Mensch. Das ist jetzt ja irgendwie doof, ne? Wow. Schnell, meint er ernst? Ja, ich sehe die Zeit da oben ablaufen. Au! Hat sich erübrigt. Hat sich erübrigt. Verdammt noch eins, ich bin eingeschlossen und... Was ist das? Gas. Hier strömt Gas rein. Findet den Schalter für die Tür. Bei meiner Seele, findet den Schalter schnell! Ja, ich gebe mein Bestes, um ihn zu retten. Ja, den Timer habe ich, den habe ich gesehen. 100 Sekunden, um ihn zu retten. Ich habe schon immer gewusst, dass es mit unserer Welt den Bach macht. Lass dir Zeit. Ja, ich würde mir auch gerne Zeit lassen. Darf aber nicht.
Nerim! Warum nun? Okay. So, ich mache mal einen richtig großen Neustart. Also nicht vom Stream oder so, sondern nur von Steam und allem, was mit Nerim zusammenhängt. Sekunde. Er hat es vor die Wand gefahren. Weil es eine so schöne Wand ist. Ja, sie war wirklich prachtvoll gestaltet. Sehr prachtvoll. Hätte er gehofft, dass er stirbt, aber Fex schafft selbst das nicht und stirbt lieber vorher selber. Ich glaube, wenn er stirbt, dann kommen wir einfach nur wieder in diesen Bildschirm Spiel laden, weil dann ist ja vorbei. Vermute ich jetzt mal. So, nochmal durch die Wände. Die wunderschönen Wände. Was mich macht, wenn du das tust. Noch etwas. Was? Die wunderschöne Wandschaft ansehen. Lasse mir eben gerne. Die Wandschaft, ja, genau. Gas allen Ernstes? Müsste der mit seiner Macht und allem nicht irgendwie selber damit klarkommen? Eigentlich sollte man meinen schon, ne? Aber. Man weiß es ja nicht. Bernd und seine Raufasertapete wären neidisch. Auf so eine Wand, die ist einfach prächtig. Oh, wow. Nicht dein Ernst. Ich hab keine Zeit. Wo ist denn hier? Wo denn? Oh. Dein Ernst? Was? Das ist nicht. Oh nein. Oh, bitte nicht. Bitte nicht sowas. Wo seid ihr? Ich kann kaum noch atmen. Jetzt stell dich mal nicht so an. Öffnet endlich die Tür. Nein! Ah. Okay, aber dann weiß ich jetzt Bescheid. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Gut, gut. Nein! Nein! Oh ja, du hast recht. Warte mal. Warte mal. Talia ist einfach Knaller. Knaller. Das war in allerletzter Sekunde. Schade. Das ist der Knaller mit dir. Okay. Nicht schlecht. War eine gute Idee. Bin ich nicht selbst drauf gekommen. War Tipp im Chat. So. Ich mache eine richtige Speicherung. Wir haben ihn leider vor dem Gas gerettet. Da hätte es auch noch looten können, ja. Hat man noch viel Zeit übrig. Bleib sofort stehen. Keinen Schritt weiter. Diese Kammer mag leer aussehen, aber das ist sie nicht. Wenn ihr nur einen falschen Schritt macht, seid ihr tot. Ich kann von hier oben aus die magischen Fallen sehen. Schließlich weiß ich zur Genüge, wie man Magie anwendet. Also haltet euch an meine Anweisungen, wenn ihr hier lebend durchkommen wollt. Am besten, euer Blick bleibt immer nach vorn gerichtet und ihr geht nur nach links, rechts, vorne oder hinten, wie ich es euch sage. Schaut ihr euch zu viel um, könntet ihr die Orientierung verlieren.
Also wagen wir es. Geht als erstes nach links und schaut immer in dieselbe Richtung. Ich musste es erstmal anders machen. Entschuldigung. Geradeaus. Nach rechts. Oh, das ist aber ein bisschen kleinlich. Geradeaus. Nach rechts. Nach hinten. Nach rechts. Geradeaus. Nach rechts. Geradeaus. Nach links. Geradeaus. Nach links. Geradeaus. Nach rechts. Geradeaus. Moment, ich öffne schnell die Tür. Puh, ja. Woher weiß er das? Das ist die Frage. Es ist zu ruhig hier. Es ist zu ruhig. Ah, da oben seid ihr ja. Seht ihr diese Halterungen? Gewiss kann man die Kristalle, die wir gefunden haben, dort hineinstecken. Er passt perfekt. Nun brauche ich euren Kristall. Werft ihn zu mir herunter. Ja, das kann ich machen. Warte mal kurz. Wo ist denn? Was war denn? Teleportrune? Das war es nicht. Teleportrune? Wo ist denn der Kristall, den wir da mitgenommen haben? Da. Großer Kristall. Bitteschön. Sehr gut. Wollen wir doch mal sehen. Geschafft. Das Tor öffnet sich. Wo sind die Lichtscheuen von vorhin? Was uns so aufwendig beigebracht hat, dass sie lichtscheu sind. Oh. Wie er sagt, wagt er und fächt sich bewegt. Ja, was ist passiert? Oh, wusste es, Gegner. Da sind die Lichtscheuen. Doch mich an. Ist das nicht? Doch. Hast du das von deiner Oma gelernt? Aber der teleportiert sich einfach nur weg, wenn er ins Licht geht, oder? Leg mal deinen Lichtzauber ab. Ach so. Aber das, den kann ich nur ablegen, wenn ich meine Rüstung ablege. Ach nee. Ach, hier ist gar kein Licht. Wo ist denn Licht? Da hinten ist Licht, ne? Ah. Komm her. Komm her. Oh nein.
Ich hab's doch gedrückt. Ich hab's doch gedrückt. Tja, das Problem ist, dass der irgendwie die ganze Zeit nur Arantheal angreift. War das schon alles? Wie er konsequent um diesen Lichtschalter herumläuft. Ja, der Lichtring reicht leider nicht. Ich habe ja kaum angefangen. Los, geben wir ihm den Rest. Was ist das jetzt? Ja, er brennt. Ich habe ja kaum angefangen. Jetzt reicht's mir. Wieso lebt er denn jetzt schon wieder? Er ist doch tot. Hä? Gut. Das war hoffentlich die letzte Hürde. Altertümlicher Schlüssel. Was für ein, nun ja, sagen wir, suboptimaler Kampf. Da bin ich verzweifelt. Lähmung hätte vielleicht geholfen, ja, stimmt. Lähmung hätte helfen können. Na, dann kommen wir mit. Typ, dem ich helfe, obwohl ich dir nicht helfen will. Dort unten ist das Schwert. Weiter, weiter. Ja, bleib mal cool. Es wird mir sicher nicht die letzte Falle gewesen sein. Jaha. Nimmt man Zwangsarbeit? Ja, wirklich. Ich würde dem helfen. Er hat eine sympathische Art auszudrücken, wie sehr er Menschen hasst. Ja, vielleicht sollten wir ihm helfen. Aha. Das sind also nur die Seitengänge... Ah, okay. Nur die Seitengänge, durch die man nicht durchkommt. Oh, speichern. Wir haben es geschafft. Nun, Narazul Arantheal, sammelst du die Bruchstücke deiner Vergangenheit zusammen? Arkt! Ich hatte eigentlich gehofft, dich nicht mehr sehen zu müssen. Ich wollte mich nur mal wieder in Erinnerung rufen, da das Gespräch zwischen der Kleinen daneben dir und mir in Advent letztlich so abrupt enden musste. Und natürlich bin ich neugierig, ob du erfüllst, was du begonnen hattest. Denn dass die Aristokratie der Lichtgeborenen endet, liegt ja auch in meinem Interesse. Fein. Dann bewege deinen hochehrwürdigen Hintern woanders hin und lass mich das Schwert nehmen. Gerne. Schließlich kann ich meinen Hintern frei bewegen. Mit deinem jedoch könnte das Schicksal noch allerlei vorhaben. Elender Schwätzer. Was war das denn für ein Auftritt? Ich komme nur mal vorbei. Aber jetzt bin ich wieder weg. Endlich. Jetzt sind wir wieder eins. Celara, mein Herz. Jetzt kann die Freiheit ihren Siegeszug durch dieses Land beginnen. Unter diesem Schwert werden die Lichtgeborenen fallen und ihr unsterbliches Blut vergießen. Ich weiß, das klingt immer so...
Das klingt so sympathisch. Wir müssen zuerst das Bergkloster befreien. Das Bergkloster. Ja, ich erinnere mich daran. Mersul hat es mir einst gezeigt. Dort hält sich also momentan der Orden auf und wird belagert? Gut, dann werden wir es befreien. Anschließend das Nordreich von Baratheons Truppen säubern und uns dann den Kanzler selbst vornehmen. Wenn dies vollbracht ist, sind alle Hindernisse aus dem Weg geräumt. Kommt! Nein! Ich bringe uns in die Nähe des Klosters. Nein, hör doch mal auf damit! Was geht mit dir? Was geht denn mit ihm? Ich hasse dich dafür. Ich komme mir echt vor wie ein beschworener Minion. Nachdem wir das Schwert geborgen hatten, wirkte Arantheal einen Zauber, der uns zum belagerten Bergkloster brachte, das ich übrigens schon befreit habe. Da ist niemand mehr. Oh, da sind die Soldaten des Kanzlers. Passt gut auf, was ich mit ihnen anstelle. Ja, mach du mal. Wow! Arantheal hat bewiesen, welch unglaubliche Macht er besitzt, indem er eine ganze Truppe von Soldaten mit einem Schlag aus dem Weg geräumt hat. Nun stehen nur noch wenige Gegner zwischen dem Kloster und uns. Mit den restlichen werden wir auch so fertig. Wieso? Mach doch einfach nochmal dein Wu-Wu. Wow. Wow. Narazul macht jetzt durch bis zum Ende. Hey, warum läufst du zurück? Willst du mich... Hey, kämpf du doch! Das ist doch... Hallo? Na, warte. Wie er jetzt einfach nicht mehr kämpfen will? Wo läufst du hin? Meine Oma ist wehrhaft, Alter. Er überlässt dir die XP. Ach so. Die machen keinen Ärger mehr. Erst jetzt im Kampf gegen diese Bastarde, verschmolzen mit dem Seelenschinder, ist mir wieder klar geworden, was Freiheit bedeutet. Oh, sie fühlt sich gut an nach Jahrhunderten der Gefangenschaft. Der Sieg unserer Sache liegt nicht mehr fern, seid euch dessen gewiss. Nun wendet sich das Blatt zum Guten für den Orden und zum Schlechten für die Lichtgeborenen. Und für unseren hochgeschätzten Kanzler Baratheon, dessen Kopf soeben die letzten Stunden auf seinem Körper genießen darf. Und nun kehre ich zu meinen Streitern zurück. Was mir aufgefallen ist, er ist der Einzige, der uns anlächelt. Alle hier gucken uns immer voll grimmig an. Er ist der Einzige, der, wenn er mit uns redet, uns anlächelt. Er hat einen Pfeil im Knie zwischen den Beinen, was? Oh, das war's mit Kindern. Deswegen mag ich den eventuell. Ja, weil er lächelt. Endlich bekommen wir mal ein bisschen Freundlichkeit. Du da, sattle uns die Pferde. Wie ihr wünscht, Herr. Das war doch schon wieder JD. Er ist es. Narazul Arantheal ist zurückgekehrt. Seid mir willkommen. Callisto, ihr seid momentan der Anführer des Ordens? Nun, dann werde ich diesen Titel jetzt von euch übernehmen. Ich gebe ihn euch gerne. Endlich sehen wir ein Licht am Horizont. Eure Ankunft verheißt Hoffnung. Genug jetzt des Geschwätzes. Wir müssen uns nach Kabaet aufmachen. Zu den Pferden! Wie ihr wünscht. Ach, er ist so sympathisch. Er ist so unfassbar sympathisch. Ich will keinen Ärger. Würde ich an deiner Stelle jetzt auch sagen. Man kann auch lächeln, während man jemanden wie eine Puppe tanzen lässt. Böse Leute grinsen sich eben an. Ja, Talia und Narazul. Er lächelt dich nicht an, er genießt deine Rache, auch wenn er selbst der Grund dafür ist. Los jetzt, nach Kabaret! Ich auch? Ich auch? Okay.
Warum? Hi. Wo sind sie hin? Da oben hin. Ein Pferd, wir wissen, wie das endet. Das wird von Talia irgendwo geparkt und für immer vergessen, ja. Das wird passieren. Wir hatten für dich nicht mehr das Pferd ausgeparkt, ja. Finde ich auch ein bisschen unterirdisch, ne? Alle hatten das Pferd draußen, nur ich musste aus dem Stall raus. Er ist so sympathisch. So unglaublich. Hallo. Achso. Das sind unsere Leute gewesen. Also unsere in Anführungszeichen. Ich gehöre hier nicht dazu. Ich hatte damit nichts zu tun. Ich wurde in diese ganze Sache reingezwungen. Könnt ihr euch noch an den Anfang erinnern, als sie mir sagten, hey, du hast jetzt die Wahl. Entweder du machst jetzt mit bei unserem ganzen Magierkram oder wir bringen dich um. Haha, wir sind die Guten. Seit Beginn des Spiels werde ich gezwungen, unter Androhung des Todes, Dinge für die zu machen. Voll episch die Musik, auf zu Ruhm und Ehre. Bisschen schon. Naja. Ich habe zwei Maschinen zur Auswahl. Die eine ist zu groß für die Halle. Ich kenne das. Du wirst gezwungen, Sachen so zu machen, dass es am Ende Enderal überhaupt geben kann. Ich glaube auch, ja. Ich glaube, ich produziere gerade Enderal. Toll. Schön. Super. Super. Guck mal, hier überall tote Soldaten. Überall tote Soldaten vom guten alten Baratheon. Das gefällt mir. Dem Weg rehe. Da ist Kabae, wir sind bald da. Eher nicht, gib mir ihrem Kaffee. Bitte ganz brav sein. Ah, wir kriegen das hin. Wobei man ja jeweils nur eine mögliche Eventualität spielt. Ah, gucke mal. Die Tore von Kabae sind offen. Die haben wir ja aufgemacht. Ich erinnere mich. Wir kehren als Helden zurück. Ja, so mehr oder weniger. Es war schon mal heldenhafter. Wir erreichten wohlbehalten Kabae. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste das dort vorn auch schon der große Taranor selbst sein. Alle haben sich versammelt hier. Gesegnet sei diese Stunde. Narazul Arantel kehrt zurück. Des Kanzlers Untergang reitet in meiner Stadt ein. Der Kühne war erfolgreich. Taranor, ich hörte, ihr habt euch gegen den Kanzler gestellt und euch unabhängig gemacht. Sehr löblich. Auch wenn die vielen Fahnen mit eurem Banner hier nicht viel Positives über euch vermuten lassen. Ich bitte euch, ein wenig Brimborium und Protz hier und da schadet meiner Herrschaft gewiss nicht. Doch wir sind nicht zum Plaudern hier. Mein Reich ist noch immer vom Feind besetzt. Und ich habe nicht genügend Soldaten für einen umfassenden Gegenschlag. Und auch nicht genügend Demut. Das Blatt wendet sich aber. Die Kunde von eurer Befreiung hat sich wie ein Lauffeuer im Land verbreitet. Und siehe da, es kommen stündlich gerüstete Krieger der Eterna in die Stadt, um sich euch anzuschließen. Ja, das ist mir bekannt. Jetzt sagt endlich, welche Orte noch erobert werden müssen, damit ich bald nach Erotin aufbrechen kann. Gewiss. Der Feind ist aufgrund meiner Zermürbungsangriffe bereits nervös geworden und hat sich in der Burg Darlan und dem Dorf Mordram zusammengerottet. Wir werden beide Orte gleichzeitig erobern müssen. Dann gehe ich mit meinen Eterna nach Mordram. Ihr und Callisto könnt euch die Burg vornehmen. Danach schließen wir uns an der Pforte zum Nordreich wieder zusammen. Mit Vergnügen. Damit werden meine Soldaten ohne Probleme fertig werden. Ihr könnt euch entscheiden, mit wem ihr mitgeht. Entweder mit mir oder mit ihm, aber eines davon müsst ihr tun, denn wir brauchen jeden Schwertarm.
Die letzten Kanzlersoldaten haben sich laut Taranor nach Mordram und in die Burg Dalan zurückgezogen. Während Taranor die Burg zurückerobern wird, werden Arantheal und seine Eterna sich das Dorf vornehmen. Er meinte, ich könne mich entscheiden, welcher Gruppe ich mich anschließe. Und im Nachklang wird überall erzählt, die garstige Elfe hätte alles verbockt, was? Ich kann... Oh, nein! Ist zu schnell. So, den Kanzlersturz. Wex macht noch länger, was? Die Geschichte vergisst ihren wahren Helden immer, es sei denn, es geht um Bestrafung bei Niederlage. Achso, guter Zeitpunkt für Cliffhanger. Eterna, hier, jetzt werden Kinder gefressen und oder in den Brunnen geworfen. Oder was diese Eterna sonst noch so anstellen. Mhm. Du hast die Wahl zwischen Idiot und Idiot. Wie Tara nur den Diss ignoriert. Es geht gar nicht anders. Wird sich ja nicht mit Narazul anlegen. Cliffdings da essen. Darlan. Alleine gehen? Wir sind eh lost. Ein braver Minion. Braver Minion. Dorf oder Burg? Dorf oder Burg? Wann ist denn der... Wann wäre denn ein guter Punkt für einen Cliffhanger, Kuro? Hier? Jetzt? Ja, wahrscheinlich, ne? Kurz vor der Entscheidung. Ich denke, ich werde dann einen von beiden ansprechen, ne? In circa 20 Minuten wäre der nächste. Ich glaube, das ist zu spät. Ja, das wäre wahrscheinlich zu spät. Deswegen mache ich hier mal eine Speicherung. Und bevor wir uns entscheiden, ob Burg oder Dorf. 5 Sekunden stressfrei, ja. Bevor wir uns entscheiden, ob Burg oder Dorf. Ja, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Oh, jetzt zieht die Story aber richtig an. Jetzt haben wir auch keine Sekunde Schnaufpause mehr. Dörfer anzünden können wir besser. Ja, das stimmt schon. Im Dörfer anzünden haben wir so ein bisschen unsere Erfahrungen gemacht, ne? Ja, das läuft schon ganz gut. Wir wissen beide, dass das eine Lüge ist. Du warst es. Ich weiß es noch ganz genau. Ja, gut, ich war's. Gib's zu. So, die sehen alle drei irgendwie nicht so vertrauenswürdig aus. Also Talia würde ich auch nicht vertrauen. Ich kann Baratheon mittlerweile sehr gut verstehen, dass er Narazul loswerden will, dass er Talia loswerden will. Hast du das bessere Teleport-Mod? Nee. Du darfst irgendwann auch wieder ohne die Idioten Spaß haben. Aber guck mal, Talia ist ein bisschen kleiner als Narazul. Sieht wirklich aus wie sein Minion. Warum? Warum stehe ich da gerade wie ein Minion neben Narazul? Das ist fies. Na gut.